Und wo sich viele immer noch mit schwer tun, sind die richtigen Zertifikate zu finden und zu wissen, welche Zertifikate brauche ich. So, Achtung Leute, heute kommt ein mega wichtiges Video zum Thema Zertifikate und Produktkonformität. Wenn du das dir nicht anschaust und FBA-Händler werden wirst, dann kann es richtig, richtig teuer sein für dich, wenn du nicht weißt, was jetzt gleich kommt und worauf du auf jeden Fall achten musst. Also, warum mache ich dieses Video zu diesem Thema gerade jetzt? Das hat zwei einfache Gründe. Erster Grund, die Europäische Union verabschiedet morgen wahrscheinlich ein Gesetz zur härteren und stärkeren Produktkontrolle, vor allen Dingen für Produktimporte und Produkte, die über das Netz vertrieben werden. Grund 2, meine letzten zwei Produktimporte wurden vom Zoll angehalten und genauer sich angeschaut. Das heißt, der Zoll hat sich ein Produkt von meinen rausgenommen und hat geschaut, ob damit alles in Ordnung ist, ob es den deutschen Richtlinien entspricht, ob es die richtigen Zertifikate hat und ob es die richtige Kennzeichnung hat. Und das ist das Problem, Leute, was ich dir jetzt darstellen will. Und jetzt werde ich dir darüber sprechen, wie du das Ganze lösen kannst. Ja, ich will euch nicht hier mit dem Problem jetzt natürlich alleine stehen lassen. Dafür schauen wir uns mal ganz kurz an, wie das denn aussieht. Zum Beispiel, also das ist jetzt der Steuerbescheid, den ich hier bekommen habe von der Verzollung. Und hier steht halt stichprobenweise Beschaffenheitsbeschau. Bei Freight Hub hat mir der Kai dann auch, der Bearbeiter, mir das Ganze hier mitgeteilt. Stichprobenweise Beschaffenheitsbeschau. Und da hat der Zoll wirklich einfach ein Produkt von mir rausgenommen. Hat sich das genau angeguckt, zweimal jetzt bei den letzten beiden Malen, aber weil ich mich drum gekümmert habe, ist eben nichts passiert. Wäre das nicht richtig gekennzeichnet worden und hätte ich die Zertifikate nicht gehabt, die dafür notwendig gewesen wäre, dann will ich nicht wissen, was da gekommen wäre. Denn dann musst du die Produkte höchstwahrscheinlich entweder zerstören wirklich, beziehungsweise der Zoll macht es und du musst dafür auch noch Geld bezahlen, oder die werden zurückgeschickt. Du kannst sie auf jeden Fall so nicht importieren. Was natürlich extrem ärgerlich wäre, wenn du jetzt deine Ware eingekauft hast und dann bist du an diesem Punkt. Ja? Also, erster Punkt, was ganz, ganz wichtig ist, kennzeichne deine Ware bitte richtig. Zum Beispiel bei Textilprodukten musst du draufschreiben, was sind die Inhaltsstoffe dabei. Ja? Produktkennzeichnung ist ein riesengroßes Thema, ja, da kann man jetzt nicht alle Sachen aufgreifen. Aber ein Punkt, den ich dir sagen will und der dafür verantwortlich sein könnte, der dich 5 Cent pro Produkt kostet, maximal, ja, und der dafür verantwortlich sein könnte, dass deine Ware nicht angenommen wird, ist der Erstickungshinweis auf Polybags-Verpackung. Wenn du eine große Plastiktüte um dein Produkt rum machst, dann muss da ein Erstickungshinweis zum Beispiel drauf sein, ja. Das ist nicht wegen Amazon so oder sonst irgendwem, sondern das ist so, weil das deutsche Gesetz das so verlangt, weil man da drin ersticken könnte, ja. Das ist zum Beispiel eine Gefahr, auf die man hinweisen muss. Das hat was mit dem Produktsicherheitsgesetz zu tun. Das ist wirklich eine Sache, da sagst du deinem Hersteller, hier, mach diesen Aufkleber da drauf und wenn er das drauf macht, dann kostet dich das vielleicht 5 Cent. Und du hast dieses Risiko damit nicht mehr. Wirklich, das ist einer der meisten Gründe. Und eben bei Textilprodukten, dass die Leute nicht draufschreiben, hey, wie viel Prozent zum Beispiel an Nylon, Baumwolle, was auch immer ist da drin. Das sind die beiden Hauptgründe. Dann für den Fall, dass du Produkte importierst, die irgendwas zu tun haben, natürlich mit Lebensmitteln, Elektronik etc., fallen auch noch weitere Zertifikate und natürlich auch Kennzeichnungen für dich an, die du auf jeden Fall auf dem Produkt anbringen solltest. Dazu musst du dann genauer recherchieren. So. Kennzeichnung ist im Grunde genommen nicht so schwer. Was ein bisschen schwerer ist und wo sich viele immer noch mit schwer tun, sind die richtigen Zertifikate zu finden und zu wissen, welche Zertifikate brauche ich. Dazu empfehle ich noch einmal jetzt, ja, die QIMA. Die QIMA ist ein asiatisches Prüflabor. Die können dir genau sagen, du schickst eine Anfrage dahin, eine E-Mail schickst du an den Raoul. Da blende ich dir jetzt die E-Mail ein. Einfacher geht's gar nicht. Ja, also wirklich einfacher geht's gar nicht. Du schreibst dem eine E-Mail, packst da ein Produktbild von dir rein, von deinem Produkt und schreibst hin, hey, lieber Raoul, ... Ich würde gerne einen Kostenvoranschlag für dieses Produkt haben und dann schickst du ihm das Bild und eben eine Bill of Materials, also eine Liste von allen Materialien, die kannst du beim Hersteller fragen, die in deinem Produkt enthalten sind. So, und dann kriegst du eine Antwort von dem und da steht genau drauf, welche Tests du machen musst und wie viel das Ganze am Ende kostet. Dann kannst du immer noch drüber nachdenken, ob du es machst oder nicht. Wer das nicht macht, das ist wirklich, mittlerweile ist es wirklich blöd. Klar, wenn du jetzt siehst, okay, das ist unglaublich teuer etc., dann kannst du vielleicht nochmal überlegen, aber in der Regel wirklich sind es 500, 600, 700 Euro und du musst diese Zertifikate ja auch nicht jedes Mal neu erstellen, sondern wirklich nur, wenn sich das Produkt an sich verändert. Und wenn du sie einmal hast, dann bist du auf der sicheren Seite. Und ein Tipp, den ich dir mitgeben kann als Unternehmer, das ist einer der besten und wichtigsten Tipps überhaupt, ist das langfristige Denken. Klar, aus den 500 bis 700 Euro könntest du jetzt noch mehr Produkte vielleicht kaufen und dadurch deine Marge erhöhen.
Aber wenn jetzt dieser Break kommt, ja, dann ist alles verloren. Dann hast du deine gesamte Produkte verloren, wenn der Zoll das überprüft und sieht, das ist nicht so richtig. Bezahl lieber einmal diesen Wert und dann hast du über einen langen Zeitraum wirklich die Absicherung, dass dein Produkt in Deutschland verkauft werden kann. Und jetzt, Leute, jetzt für alle, die hier gewesen sind, wollen wir auch nochmal ins Positive schwenken, denn das super Coole daran ist ja natürlich, und das ist auch der Grund, warum ich dieses Video mit einem Lachen im Gesicht mache, das bedeutet auf der anderen Seite, und das weiß ich, die meisten Händler beschäftigen sich damit null. Die Leute interessiert es nicht, die fangen an so und nehmen das einfach so als Online-Business hin, bestellen ihre Produkte, kümmern sich überhaupt nicht um Zertifikate. Und ich freue mich richtig darauf, dass die aus dem Markt verschwinden werden. Die meisten von denen sind eh keine ernstzunehmenden Konkurrenten, weil wer sich darum nicht kümmert, der ist meistens nicht so professionell. Aber da wird natürlich wieder Markt für uns frei. Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Produkte nicht konform sind. Und wenn der Zoll etc. anfängt zu prüfen in den Lagern, hey, sind diese Produkte wirklich konform? Da kann ich euch versprechen, da werden wirklich viele, viele Konkurrenten rausfallen. Denn natürlich, sobald die das feststellen, wird Amazon die rausschmeißen. Ja, also die werden rausgeschmissen. Und dann müssen die erstmal wieder alles neu aufbauen, Bewertungen etc., alles drum und dran. Für uns also echt eine coole Sache. Das heißt, schreibt den Raoul an, fragt zumindest mal, wie viel das Ganze kostet. Wenn du dir nicht sicher bist und für alle, die es interessiert, ich habe sozusagen eine kleine Partnerschaft mit denen bei Creamer. Also ich kriege, glaube ich, 4% oder 5% rein theoretisch davon. Ist mir tatsächlich relativ egal. Mir war nur wichtig, dass wir diese E-Mail haben. Also wenn du sagst, cool, schreib meinen Namen mit rein, in die E-Mail sag, ich komme von Niklas, wenn nicht, schreib es nicht mit rein, völlig egal. Das Wichtige ist wirklich, dass du dem Raoul eine E-Mail schreibst und dass du für dich die Zertifikate klärst. Ja, das kannst du bei Creamer machen oder bei den Eurofins, die ich auch noch sehr gut finde. Eurofins kannst du einfach googeln, das ist ein anderes Prüflabor, auch eine Empfehlung von mir, mit denen habe ich auch schon zusammengearbeitet. Auf jeden Fall ein cooles Team, die sind auch aus Europa und da kannst du einfach dann vergleichen, okay, wer gibt mir den günstigeren Preis, entscheidest dich für einen und damit sind deine Produkte sicher. So Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ich hoffe, ihr zieht auch den Mehrwert daraus und macht das Ganze jetzt. Super wichtiges Thema, wird in Zukunft noch wichtiger und ich würde sagen, bis zum nächsten Video, haut rein Leute, ciao.